Aber das Spiel meint, hey, das ist ein Gegner, der dir Gefahr bringen könnte, also darfst du nicht rasten. Was sehen wir da? Das ist wahrscheinlich ein Gegner. Ja, wahrscheinlich so ein Eterna, die hier ihr Lager aufgeschlagen haben. Also nicht Eterna, sondern diese spezielle Art von Eterna. Nicht alle Eterna sind böse. Ja, der guckt auch direkt zu uns, also schleichen können wir sowieso vergessen. Dann muss man gerade gucken, ob hier noch mehr sind. Nee, das scheint wirklich nur der zu sein und er geht schon auf uns los. Also ist ein Dahin läuft irgendwas, er setzt Zauber auf uns ein. Und tötet uns direkt. Nicht sehr nett. So, weil ich keine Lust habe, diesen Dungeon hier, also mich lange hiermit aufzuhalten, ihn aber trotzdem schaffen will, werde ich mal den Bogen auspacken. Mit dem kann ich eigentlich gut umgehen. Er macht ziemlich viel Damage, das ist das Problem eigentlich. Ja, ich werde ihn jetzt einfach mal versuchen zu besiegen. Wenn es nicht klappt, dann werde ich auf jeden Fall hier nochmal hin zurückkommen. Also gegen Zauberer kämpfe ich nicht gerne. Diese Zurückweichtechnik funktioniert gegen ihn nicht richtig. Und da ist auch noch irgendwas Hässliches. Und aber ich würde ihn gerne töten, vielleicht stirbt ein zumindest Viech mit. Ach scheiße, ich muss alle meine Heilkräfte aufbrauchen. Komm, jetzt stirb aber auch. Boah, hat denn der jetzt schon wieder so viel Leben, ey? Ach scheiße. Ja gut. Ich werde ihn jetzt trotzdem töten. Und er kann nichts dagegen machen. Vielleicht kann ich ihn ja irgendwie in Nahkampf verwickeln oder sowas, dass er dann... Boah, machen die viel Damage, das ist nicht wahr. Ey. Nee. Ich hab keinen Bock, das hier nochmal dann zu suchen oder so. Mann. Eigentlich habe ich mich in, hier... schwerer Rüstung ein bisschen skillen lassen von dem Schmied in Gilead oder wie das Dorf hieß. Also da sind wir jetzt schon Geselle. 55 ohne irgendwie extra Aufwertung und eigentlich ist die Rüstung an sich auch nicht so schlecht hier. Doch, ist sie. Naja gut, die ist scheiße eigentlich, aber was Besseres konnte ich mir nicht leisten bis jetzt. Warum setze ich jetzt halt ein? Ach doch, das war nicht. Ich will jetzt nur ihn töten. Ich werde jetzt alles einsetzen, was ich habe. Ich will nur tot sehen. Mir ist alles scheißegal. Auch wenn ich jetzt zurückrennen muss und mir neue Heiltränke holen muss. Ist mir egal, ich will ihn jetzt töten. Wenn der sich nur nicht dauernd heilen würde, ey. Arschloch. Scheiß. Ja. Ich mach das jetzt noch dreimal und wenn er dann nicht tot ist, dann werde ich ihn offscreen töten. Ich sehe es nämlich wirklich nicht ein, dass ich hier mich jetzt von so einem Idioten da besiegen lasse. Entschuldigung meiner Ausdrucksweise wegen, aber... Ich habe mich jetzt extra schon verbessert, nur damit ich dann im nächsten Dungeon gleich getötet werde. Ey. Nee! Ist nicht wahr. Kann ich irgendwas... Ey, das Teil macht schon 6 Schaden. Das war vielleicht im Vergleich zu den besten Waffen wenig, aber... Am Anfang haut es eigentlich schon ziemlich rein. Ich habe auch eigentlich volle Ausrüstung, also ich kann nicht noch mehr an Rüstung tragen. Was machen wir? Ich werde jetzt erstmal versuchen, vielleicht gibt es hier einen besseren Kampfplatz oder so. Also der hat das nicht beschworen hier. Der läuft irgendwie vor uns. Ich werde einfach jetzt mal versuchen hier irgendwie. Na gut. Scheiße, was beschwört denn der da alles? Ja, und da kommt gleich der nächste Idiot. Oh nee. Ja, nee, ich glaube nicht, dass ich... ja, ich hatte volles Leben. Also der Dungeon ist nichts für mich, aber wenigstens den da vorne, den will ich tot sehen. Ich könnte jetzt mal versuchen, einfach rauszurennen und ihn aus der Entfernung irgendwie... Nee. Vor allem die Experience und deine Ausrüstung wahrscheinlich auch wären am Anfang ziemlich hilfreich. Am Anfang war ich nämlich bei meinem ersten Durchspiel schon ziemlich schlecht, obwohl ich die Main Quest eigentlich, also ziemlich alles auf der Main Quest getötet habe. Na gut. Ja, ist vielleicht ein bisschen sinnlos. Na gut.
Also das merken wir uns, hier werde ich noch hin zurückkehren. Und mein... Ja, super. Das ist scheiße. Jetzt finde ich die Waffe, die ich gekauft habe, auch neu. Heute ist kein guter Tag. Ey, und das draußen ist Gebiet 1 bis 7. Ja? Das ist nicht wie bei auf der anderen Flussseite irgendwie 7 bis 14. Das ist 1 bis 7. Oder? Also gerade stand da 1 bis 7. Ja, 1 bis 7. Scheiße. Naja, gut. Wo ist jetzt der dumme Esel hin? Ja. Also ich hatte ihn hier doch irgendwo vor der Tür abgestellt, oder? Ich weiß nicht, was seit Patch... keine Ahnung, doch. Gut, er ist da. Also ich wollte eigentlich sagen, ich weiß nicht, was seit Patch... dem neuesten Patch anders ist. Ob der Esel hier irgendwie dann... nach Lust und Laune mal zurückläuft oder nicht. Aber scheinbar wartet er immer noch. Ne, die Pilze sind auch nicht unbedingt viel wert, also es lohnt sich auch nicht, die einzusammeln, wenn es die gleichen Pilze sind wie aus dem Tutorial Dungeon oder dem Minengelände da. Und eine Spinne, also wenigstens gegen eine Spinne müsste ich noch kämpfen können, ohne dabei zu versterben. Ja, so viel zum Überraschungseffekt. Wow, ist geil sogar. Aber wie machen wir ordentlich Damage hier? Scheiße. Na gut, die Spinne ist auch ziemlich blöd. Die läuft jetzt erstmal. Oh. Na gut. Na, ich wollte sowieso gerade mal kurz was machen, also. Bin gleich wieder da. Ja Leute, und schon geht's weiter. Ich habe jetzt die Grafikeffekte ein bisschen runtergeschraubt. Ja. Ich hoffe, jetzt läuft es flüssiger. Und die Spinne und der Bär... Ach, scheitert doch nicht. Ah, bin getroffen worden. Naja, die Spinne lebt ja leider auch noch. Aber auch nicht mehr lange. Ja, jetzt stirbt endlich. Gut. Ist nur noch der Bär über. Ja, wenn man richtig jagen gehen will, dann nimmt man, zwei Hände. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Und hat man auch gesehen, wir können jetzt auch von den Bären Krallen entnehmen. Gut. Also dann steigen wir mal auf. Oh, Charisma plus 5. Lohnt sich, auch wenn man Krieger ist. Und Konstitution. Willenskraft und... Ja, nee, ich sollte eigentlich lieber Stärke nehmen. Na gut. Ja, lieber Stärke. Sonst würde ich Geschicklichkeit nehmen, aber... Ich mach lieber Krieger. So. Da geht's lang. Ja, sehr viele Pilze könnte ich alle einsammeln. Mache ich aber nicht. Ja. Gut, dann... Was finden wir hier? Steinfeld. Ist es das schon, wo ich... War ich hier überhaupt schon mal? Das kommt mir alles nicht bekannt vor. Na gut. Eine Ortschaft. Kleine Ortschaft. Ja, das mag ich auch so an Nerim, diese Musik in Schankhäusern oder Räumen. Finde ich sehr schön. Sehr schön gemacht. Auch wenn die Musik irgendwie aus der Wand kommt. Habe ich so das Gefühl. Naja. Hier gibt es auch scheinbar nichts. Irgendwie von Wert oder... Ungeziefer. Ja, ja, du mich auch. Wobei, ich bin gar keine Terner, also es ist mir egal. Was möchtet ihr kaufen? Aha, und wird der Kleidung verkauft? Nee, ich kaufe mir keine Genesungsträger. Jedenfalls noch nicht. Und das ist auch nicht schön, also das ist jetzt auch irgendwie merkwürdig, dass jetzt, wenn wir uns anfangen uns zu unterhalten, plötzlich die Musik ausfällt, also... Okay, die Tür ist schwierig.